Nachdem wir im letzten Video Webex als Gast kennengelernt haben, wie wir einem Meeting auch als Gast beitreten, wollen wir in diesem Video schauen, wie wir als lizenzierter Nutzer ein Meeting erstellen, planen und dazu einladen können. Ich wünsche viel Spaß. Um ein Meeting planen und ja, organisieren zu können, ist es erstmal erforderlich, über eine Lizenz zu verfügen. Und hier gibt es, wie bei anderen Tools auch, verschiedene Lizenzarten, kostenlose, eingeschränkte, kostenpflichtige mit mehr Umfang. Und es gibt auch Unternehmensaccounts. Das heißt, hier muss man sich erstmal mit seiner IT-Abteilung oder eben auch mit Webex selbst auf der Internetseite erkundigen, welche Funktionen man braucht und sich dann eine entsprechende Lizenz organisieren. Ich schalte also mal zurück auf meinen Desktop. Ich habe jetzt hier Webex bereits geöffnet. Allerdings bin ich noch nicht eingeloggt. Was ich jetzt als allererstes mache, damit das Programm eben weiß, was für eine Lizenz ich habe und welche Funktionen zur Verfügung stehen. So, ich melde mich an und komme jetzt direkt in die Oberfläche. Und ja, wir sind ja gerade dabei, auch Webex, ich sag mal, zu erproben und auch in die institutionelle Nutzung einzuführen. Und wenn dem dann eben so ist und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch einen Account in dem gleichen Unternehmensaccount haben, dann sind die eben auch hier direkt in der Oberfläche auch sichtbar, wie jetzt hier mein Kollege, der Michael Grunewald, den ich dann eben mit einem Klick drauf direkt Nachrichten schreiben kann, Dateien austauschen, Unterhaltung führen kann und eben auch mit einem Klick hier rechts oben einen Audio- oder Videoanruf initiieren kann. Das heißt, langfristig hat Webex dann wirklich auch das Potenzial, ja, Telekommunikationsanlagen oder Kommunikationsanlagen, ich sag mal, zu ergänzen, vielleicht sogar zu ersetzen. Zumindest die Option, auch dezentrale Stellen mehr zu vereinen, weil es einfach viele Funktionen auch ineinander bringt. Eine schöne Funktion zum Beispiel auch unter Bereiche, dass hier Arbeitsgruppen gegründet werden können, wo die Personen direkt damit drin sind und hier ist ein Dateiaustausch, ein Chat oder eben auch ein Gruppenanruf sehr, sehr schnell möglich. Wir wollen jetzt aber mal den Blick darauf werfen, ja, Meetings zu organisieren und zu planen. Dafür müssen wir in den persönlichen Raum oder in den persönlichen Bereich hier unten wechseln und haben hier die Option Meeting starten, Meeting beitreten oder auch ein Meeting ansetzen. Mit jeder Lizenz ist ein persönlicher Meetingraum verbunden. Das kennen wir von Zoom mittlerweile auch. Oder was heißt mittlerweile? Ja, kennen wir von Zoom auch. Das heißt, wenn wir ein Meeting starten, dann sind wir unter dem persönlichen Account, dem persönlichen ID dann auch erreichbar. Wir können dann aber auch, ich sag mal, langfristig, mittelfristig Meetings einfach planen, auch mit zufälligen IDs. Und wenn wir das machen wollen, müssen wir hier oben auf Meeting ansetzen, klicken und haben jetzt hier die Eingabenmasken für unsere Veranstaltung. Das heißt, ich wähle mir einen Titel, Demo-Meeting, Uhrzeit kann ich hier eingeben, auch eine Endzeit. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn ich 12.30 Uhr angebe, das Meeting 12.30 Uhr automatisch beendet wird, sondern hier geht es um den Kalendereintrag, der erstellt wird, dass der eben die richtige Länge im Outlook-Kalender hat. Ich kann hier direkt Teilnehmerinnen und Teilnehmer einladen. Das heißt, aus meiner Institution gebe ich die Namen einfach ein und die erscheinen dann hier, sind eingeladen und bekommen dann diese Einladung auch direkt in ihren Webex-Account mit eingebaut, sodass ich die gar nicht mehr selbst einladen muss. Meeting-Link kann ich einen einmaligen Link generieren, also einen zufälligen Meeting-Link oder eben meinen persönlichen Webex-Raum verwenden. Das Passwort kann ich festlegen, eine Meetingbeschreibung. Und unter erweiterte Einstellung kann ich zum Beispiel noch die Art des Audioverbindungstyps festlegen. Das lasst man am besten auf Webex Audio. Und wir können einstellen, ob ein Ton abgespielt werden soll, wenn Personen beitreten oder das Meeting verlassen. Ich finde es sehr, sehr nervig, aber wer es haben möchte, kann das gerne hier einstellen. Wenn das Meeting soweit gut geplant ist, klicke ich auf Ansetzen und es erscheint hier in meiner Oberfläche, in meinem Kalender. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, öffnet sich auch ein kleines Fenster, wo ich eben entsprechend die Informationen zu dem Meeting auch sehe. Das heißt,
Meeting-Informationen. Hier sehe ich alle Informationen, das heißt die Meeting-ID, das Passwort, den Zugangslink, alles, was ich brauche, um dem Meeting beitreten zu können. Das heißt, ich kann jetzt die komplette Meeting-Information kopieren und dann per E-Mail dann auch verschicken. Ja, oder eben auch, wenn ich das mit Outlook zum Beispiel teile, die Veranstaltung in Outlook anlegen und dann entsprechend über Outlook einladen und teilen. Möchte ich jetzt das Meeting starten, klicke ich einfach auf Beitreten und ja, das Meeting wird mit der entsprechenden Oberfläche und den entsprechenden Funktionen geöffnet. Wie gesagt, zu den Funktionen, hier wird es noch separate Videos geben, auch zur Umfrage, den Kleingruppenräumen und den Freigabemöglichkeiten und so weiter. Soweit erst einmal zu der Möglichkeit, ein Meeting als Lizenzinhaber oder Inhaberin zu planen. Wenn ich was vergessen habe, bitte schreib es runter in die Kommentare. Konstruktive Kritik ist hier immer erwünscht. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Video. Tschüss.